Ich habe einfach eine Person gesucht, die so einzigartig ist, dass es sich wirklich lohnt, über sie eine Porträtreportage zu schreiben. Er ist ein Einzelkämpfer, der immer weitermacht, obwohl im Endeffekt alles gegen ihn spielt. Die Donau war bis in die 70er Jahre hier, hat völlig anders ausgesehen als jetzt. War schmäler, war tiefer, war viel schneller. Er hat es geschafft, trotz dieser ganzen Umstrukturierung, halt sich dieses Leben zu erhalten als Fischer. Und das fand ich einfach ziemlich beeindruckend. Die Recherche hat mir einfach gezeigt, wie wichtig und wie spannend es einfach sein kann, einfach mal den Mund zu halten und Leuten einfach zuzuschauen. Und das war einfach schön. Genau wegen solcher Geschichten bin ich Journalist geworden.